Wer hat dein genaueres Auge auf mich? Minero oder Valerie? Ja. Achso. Dann kommt Jura, lass mich raten. Ja. Oder kommt denn das Valerie? Nee, dann kommt Jura und danach Valerie. Achso. Kann nicht so sein, dass Ferdri wenig ab und mir Handschuhe anlegt. Also ganz kurz. Hast du immer gesagt, Mina ist eine Halbgöttin, hast du immer gesagt. Ja. Aber mit Minera und Jura schreibe ich mich nie. Nee. Ja, das mache ich ja auch nicht. Nee. Meinst du, das würde ja Mario machen? Ja. Oder Cartman. Verbieten oder erlauben Sie mir Caillou verarschen zu gucken? Verbieten Sie mir denn oder erlauben Sie mir Caillou verarschen zu gucken? Achso. Was verbieten Sie mir eigentlich zu gucken? Wer, Cartman? Erlaubt mir Minera Caillou verarschen zu gucken? Nee. Jura auch nicht. Was machen die denn, wenn der Teil mich gucken tut? Ich glaube dann eher so gesagt, dann meinst du, umarmen sie mich und schalten sie schnell aus, meinst du? Ja. Dann machen mir die Augen, halt mir die Augen so zu mit ihren Händen. Ja. Ja. Und jedes Mal vögeln wir also jede viermal in der Woche 2 bis 3 Stunden. Ja. Du hast ja gesagt, am meisten die Jura oben, hast du ja immer gesagt. Wie viel Prozent die Jura oben? So 50 oder 75? Schaffen wir. Achso. Also Jura liegt öfters oben, ja. Ja. Du meinst Hansa 75, meinst du? Hansa 75? Hansa 55, meinst du? Oder meinst du, dass du die 3 Stunden sind? In einer Stunde zuerst liegt Jura oben, dann liegt Minera oben, in der zweiten, in der dritten wieder Jura. Ja. Thank you.
Aber dem Tendulum so nicht zu gucken, nee. Aber Gronk. Hast du einen Drachen hier, Domtendo? Ja. Ich hole mit der 6-Rate ist so, ja. Jura ist 3, also Minas 33% und Jura 66%. Wenn sie rumliegen. Das wäre ja so in der 1 Stunde in Minera und 2 Stunden Jura. Ja. Langeweile. Haben wir denn eigentlich auch ein Haustier hier, Minera und Juran? Wählen sie die am Papageien? Ja. Achso. Die wissen, dass ich keine Hunde mag. Ja. Da gibt es ja Wellfischertunnel, oder nicht? Ja. Also man kann sagen, Hunde existieren so gut wie gar nicht. Ja. Zum Glück, ey. Ja, alles Farbetiere dann nicht. Ja, keine richtigen Tiere wie bei uns. Ja. Ja, die wohnen ja auf dem Land, hast du gesagt. Auf einer Blumenwiese oder ja auf so einem Ackerfeld? Ackerfeld. Bei der Sadas, wenn ich abhau, jetzt bin ich am Wald, hast du gesagt. Du meinst, nebenan ist der Wald. Achso, nebenan. Weil ja Mario und Luigi so gerne mich schnappen tun, das wissen die Drachen ja auch. Und ich habe gehört, dass Minera Mario und Luigi hassen tut. Ja. Ist ein Nintendo Switch gut oder böse bei den Drachen?
Die Nintendo Switch. Was ist eine gute Konsole bei den Drachen? Achso. Du meinst die Switch ist vom Kabel eine Konsole? Ja. Ja. Ich find's aber geil, wenn du Kabel immer verbrügeln tust. Zählt in der 6 wieder den Link auf deinen Kanal, wenn den Drachen? Ja. Ist ja geil. Kann nicht so sein, dass Minera du am Montag zweimal am Tag mit mir vögeln, 2 Stunden. Aber nur einmal in der Woche dann. Also hier Mittwoch oder Donnerstag. Ja. Und wenn ich dann mal keinen Ständer kriege, verzaubern die mich. Ja. Ist eigentlich ihre Vagina hart oder weich? Welches weicher Jura oder Minera ihre Vagina? Achso. Weil es der Jura mal so doll macht, meinst du? Ja. Ja. Ja, aber die Nintendo 64 ist eine gute Konsole. Die ist nicht böse. Nee, bloß die Switch meinst du. Ja. Wer operiert mich schon eigentlich, wenn ich mal von Kabel mir ein Bein bricht oder so, oder mich in den Bauch schlägt? Wer operiert mich denn eigentlich denn? Meinst du ein Lomarie, meinst du? Ja. Passen Minera und Jura im nächsten Zimmer auf, dass sie das alle gut läuft? Ja. Also sterben ist krank, bin ich aber nie, nee. Manchmal müssen sie mir die Narben nähen, meinst du, wenn Kabel mich hauen tut? Ja. Und du hast gesagt, du rechtest dann den Kabel und Dings. Ja, und Mario. Und deine Schläge sind ein bisschen schmerzhafter. Das glaube ich, ja. Ha 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 ha
Bloß warum treffe ich jetzt sie so selten, aber sie auch jetzt einen Drachen als Ehemann hat. Ja. Ne, wer ist denn da mein größter Fan von den Drachen, wenn sie so nicht mehr ist? Na, Mina, Valderi oder? Ja. Achso. Dann ist ja der Security-Beamte ist von mir. Ja. Also sie so wohnt, dann kann man sagen, an der anderen Ende von Narnia, meinst du? Ja, und jetzt fliegen dort ein paar Stunden. Ja. Du hast ja gesagt, alle Bibelbiss-Inseln gut. Und die von Splatoon sind aber eher so böse. Ja. Sind die schwach oder stark mit ihren Schlammkanonen? Die von Splatoon. Ich habe einen stärker oder schwächer als sie. Wer ist eigentlich der allerschwächste von allen? Tot. Ja. Wenn er mal gefressen wird. Sag mal, jemand Stichot-Gender, die fressen will? Ja. Ist wie das heißt? Der sagt einfach nur Essen. Also Essen, ja. Und Cartman auch. Ja. Tod. So eine Mistgeburten, ja. Wie ist noch, wo du gesagt hast, und 10 Millionen plus 3 Abonnenten hat in der Drachenwelt. Ja. Ja. Nicht schon Wahnsinn, also. Wer spielt mich eigentlich auf, wenn ich bei Abhaue? Ein Wolf oder Valderi? Wölfe. Achso. Die Wölfe. Wie belohnt haben wir eigentlich seine Miets? Das will ich ja mal wissen, wenn sie immer heuchen tut. Mit dem Ton. Stoppt sie ihn ins Maul oder bietet sie ihn dir an? Er stoppt ihr den Ton. Hahaha! Geil! Mit dem Tod. Das müssen ja echt Opfer sein, ja. Die Tods, ja. Das müssen echt Opfer sein, wenn die sind nie immer aufs Maul bekommen. Ja. Johnny?
Bei was reagieren die Drachen, wenn bei was hassen sie mehr? Also Minera und Dura. Wenn ich fahren soll oder gerade mit Bonus gucke? Also machen sie beim Sex den härter, meinst du? Und was machen sie, wenn sie sehen, dass ich fahren zu abonniert habe? Was machen sie dann? Was machen sie, wenn die fahren zu abonniert habe? Was machen sie dann? Dann löschen sie deinen Account. Na, löschen sie meinen Account? Ja. Oder sperren sie den? Für wie lange? Boah. Also sag ich, fahren Sie auf niemals abonnieren. Du hast ja. Und was machen Sie, wenn ich mal so besoffen sage oder mal normal sage? Ihr Fahrzeug ist mein allerbester Freund, hab ihn ganz sehr lieb. Machen sie dann? Auch schon wieder, ja. Und was, wenn Fahrzeug für den Drachen kommt, was machen die dann, wenn er hautnah höchstpersönlich für den Drachen kommt und die ein paar aufs Maul hauen will? Du hast ihn auch aus dem Maul. Da reißen sie den Schwanz ab. Also nicht mit dem nackten Hand, sondern mit dem Handschuh. Oder mit so einer Zange, weißt du? So einer Kneifzange. Heute den rum oder freut er sich, wenn er mit der Zange den Pimmel abreißt? Ja? Ist er wirklich so dumm geworden? Gibt es auch, wer würde denn von den Drachen mehr Gas fahren, zu viel atmen? Ja? Obwohl sie nicht so bei den Pornos reagieren würden? So echt so anti dagegen? Du weißt ja schon, ja? Dass ich mir heimlich mies Pornos mit Carmen ranziehe. Das weißt du, wissen die Drachen, ja? Nach wie vielen Minuten erwischen sie mich dann? Auch wenn ich versuche wegzulaufen? Was machen sie, wenn ich weglaufe? Wer fällt mich dann ein? Minero oder Valerie? Achso. Wenn ich die Luke Miller Stimme habe, ja, von Domtendo, mache ich dann auch Fahrzeuggeräusche. Was machen die Drachen dann? Fessel mich. Das Kettner mit Quoten. Ich behalte die Klamotten an. Wer fesselt mich dann, welche Drache fesselt mich dann am meisten? Ach, sie selber. Wer passt denn auf mich auf? Saro. Ist mir gerade im Nebenzimmer, was macht die dann? Weint sie dann oder ist er wütend? Ja. Und was machst du, wenn ich mich beruhigt habe? Was machst du dann? Mich umarmen oder? Gestern bist du dann stolz auf mich oder erfreuten drehen? Als wenn ich sage, alles ist wieder gut, weißt du?
Also ist mir der Dura so friedlich, so gefühlvoll, so emotionell. Ist Hans auch emotionell oder ist der korrupt? Ach, und wenn er die Drachen angreift, kommst du dann. Ist ja Wahnsinn. Was machst du denn aus Fahrenswerf? Ja, für wem? Für die Zombies? Ja. Da mal hast du gehört. Deine Sprintfrau kriegt den Fahrenswerf-Gulasch. Sag mal. Deine Frau kriegt den Fahrenswerf-Gulasch. Der gibt wen Gulasch? Fahrenswerf, kennst du den nicht? Ja. Den Opa für Chihuahua? Nee. Den Wissenschaftler? Der mit der Brille, der alte Opa? Ach ja. Dem hat den Johnny zu Gulasch. Ja, da hat er gerade gesagt. Oder reißt den Muslim Pim ab und gehen deswegen und boxt ihn weg. Ja. Könntest du ja den Winnie Pooh begegnen, Domme? Ja. Was willst du mit denen machen, wenn du den bei ihm wissen begegnest? Anfreunden oder verbrühen? Erst anfreunden und dann irgendwann später verbrühen, wenn ich muss den Kastenkopf überlassen, muss er mitmachen. Ja. Du prügelst ihn in den Eierbund und Kastenkopf haut mit dem Knüppel auf seinen Kopf ruf. Ja. Ey, das sind doch die Siedler da. Ja. Wie pack mich eigentlich Frederik, wenn ich weglaufe? Wie pack mich Frederik, wenn ich weglaufe? Achso. Was machen die Drachen, wenn ich ins Fahrens auf Wunderland gehe heimlich? Und dann mich welche sehen da? Ja. Welche Bestrafung? Der Sex meinst du? Ja. Nicht, dass es mich anders bestrafen willst du? Ich meine nicht, dass es mir den wehtun willst du? Oder mich in seiner Zelle schmeißen? Wenn es nur Strafsex ist, hat. Weil Mario kommt ja dann mit seinem Lamborghini, ja. Und sagt so, komm, fuck du, wir fahren ins Fahrzeug Wunderland. Naja, wenn die im Weglauf kommt, dann zu mir. Irgendwo im Wald versteckt, weißt du? Dann fahren wir ins Fahrzeug von Jungspark. Wobei Pedopenisse sind, weißt du? Das sind vielleicht die Pimmelachterbahnen. Jetzt seid ihr meine. So, also irgendwie so eklig. Nee, was? Hier ist der Kühlschrank. Was? Hör mal. Okay. Ja, ist der Kühlschrank. Ja, das ist der Kühlschrank. Der Herd ist ja aus. Und schon in der Kühlschrank ist schon mal 10 Jahre alt. Was? Kann da was passieren? Was denn?
Guck mal nach, was da kommt. Weil die Holzbalken sind, weißt du? Ja. Wir schieben rein, bis nichts mehr passt. Oh, nicht Stürmer, wir besinnen, ist doch alles möglich. Wenn die Tod sich immer mehr an, wie sagt man, mutieren tun. Du musst dir mal einen mutierten Waluigi mit Wario-Kopf vorstellen. So zwei Köpfe auf einmal. Nee, warte mal, einen mutierten Waluigi, ja? Mit Todköpfen als Arm. Und Bernd das Brotvögel mit Waluigi rum. Ey, was soll denn da rauskommen? Weizen Mario, Alter, jetzt in Höhe. Da rollst du auch nur das Berlinchen raus. Johnny? Ja? Warte, ganz kurz. Wie oft passt ein Gemine auf mich auf, wenn mal Valdry oder Mio oder Minera nicht können? Mina, ja. Wie viele Stunden? Zwei. Achso, meinst du, wenn sie arbeiten sind? Ja. Warum denke ich Mina? Die kann nicht mit mir in die Vögel, weil sie Valdry hat, aber was macht sie, wenn sie herausfindet, die guckt voran zu vorne oder die Sabotage-Zeitschriften? Dann sagt sie dir bei Bescheid. Ja. Und dann gibt er die Strafe. Ja. Jetzt müssen wir von der Arbeit kommen. Ja. Oder Domme? Hm? Musst du dir mal vorstellen, ja? Wisst ihr, wie Varus Fastfood-Kette heißt? McDonald's. Toddy Donuts. Oder Toddy Donuts. Ja, oder Wario-Fleisch. Ja, oder Wario-Fleisch. Ja. Domme, du kannst deine Schwindfrau, ja? Kannst dir ein paar Varios das Spielzeug geben, das was zum Fressen hat. Die freut sich doch darüber. Kannst eher für jeden Abend einen geben. Für den Tag 10 Stück, ey. oder pro Abend 10 Stück. Also kriegst du 60 am Tag. 60 in der Waffe? Nein. Die hat 6 Arme. Stimmt. 10 Stück pro Tag. Ja, sie ist doch dumm. Vario freut sich doch darüber. Er sagt, ich bin ein wahrer Gourmet. Ich bin Gourmiario. Johnny? Wenn ein Drache, also wenn Minera und Jura mir vögeln, ja? Und einer von den oben, die küssen mir noch auf den Mund oder machen die das nicht? Wer macht das Theater?
Also noch härter als Jura. Gibt es da Straftext, wenn ich mir Wario-Filme ansehe? Ja. Ja? Ja. Wollen wir einen homosexuellen Drache eingehen, wenn er mich bei Wario-Filmen erwischt? Dann gibt es bei ihm Straftext. Auch 8 Stunden oder länger? Wie viel Stunden? 6? 4. Hör auf, ich mach's. Ich bin von der Asien, von der Asien vor, meinst du? Ja, der muss auch Todsendungen gucken oder Fansurf Pornos. Oder Wuvik-Filme, dann kriegst du Strafsex. Wenn du Wuvik-Filme anguckst. Das wär's doch, ja. Weil die Asiaten machen nämlich keine Wubik-Filme, weißt du? Man kann sagen, die Asiaten hast Wubik mehr als die Asiaten hast Wubik mehr als die Drachen, die tot hassen. Mhm. Ja. Musst du gewinnen? Ich weiß nicht. Aber der ist doch dolle gegen ihn, ey. Ja, ich wäre kein Profispieler, wenn ich sowas nicht gewinnen würde, wa? Das Problem ist ja, wenn du Strafsicht hast, dann dumme ja, dann liegst du im Runden. Wenn du denn der Verurteilte bist. Die Spinne geht mit 1,6 Beinen mir rein, ey. Ja. Oh. Da ist Jungen. Ich stehe in die Drachen jetzt Happy Two-Fern. Seid ihr da das gucken oder? Nein. Da ich auch nicht gucken? Nein. Stell dir vor, ging der kaputt, Digga. Ja. Dann wer? Keine Ahnung, wie groß er ist, aber der. Wer, Braun Strowman? Dreckig. Aber eindeutig nicht kleiner als Strowman. Ja, endlich. Das ist kaputt, Braun. So geht das heutzutage. Johnny? Ja? Macht der homosexuelle Drama von vorne oder von hinten? Von hinten. Na, von vorne wäre besser, glaube ich. Weil, bist du viel zu groß, weißt du? Ja. Also macht er von vorne, meinst du? Guck mal, ich bin ja doppelt so klein. Ja. Der ist ja 4 Meter groß. Also von vorne, ja. Und ich liege aber unten bei ihnen. Ja. Da wieder mit Nera und Jura. Ja. Ja.
Also, ja, schon, aber ich glaube nicht. Du hast Smackdown vermisst, ne? Ja. Du bist dann aber wo drin, oder nicht? Ne, jetzt nicht mehr. Bin ich wieder bei Smackdown. Ach so. Ich soll mal Runde, wie wir es denn spielen? Morgen oder nachher? Ja, das mache ich nachher. Gut. Der wird ja auch anders dunkel, ja, durch den Wolken. Ja, ja. Soll gewittern? Eigentlich nicht. Okay. Könnte Regen werden. Guck mal, wie wir rennen, wie die scheiß Mücken. Ey, das wird ja noch dunkler. Ach so. Ja, halt. Wie sind sie wohl noch gewittert? Ach, bestimmt nicht so schlimm. Nö. Ich hab Angst gewittert. Mach jetzt. Ich krieg immer Panikzustände. Mach das für dich nicht. Ich will ja nicht. Alter, weiß doch. Ruf mal deine Mutti nochmal an und sag, wegen morgen wegfahren, ja. Dass du meine PS. Gucken wir, wie das morgen mit dem Wetter wird. Wenn das morgen wie aufs Einmal regnet, dann nicht. Dann bleiben wir hier, meinst du? Ja. Ja, ich meine, aber ich sage trotzdem Bescheid. Ja. Willst du was denn die fahren, die Vario-Zombies ein Kind bekommen? Ein Voldemort-Kind. Dann sind Voldi-Schatzi. Freudig, Schatzi, wie ist das so? Freudig! Willst du die denn bloß sagen? Schön so rum! Wisst ihr, was ich gerade vorstelle? Du kennst doch Hobbit, ne? Ja! Dieser Gollum und Voldemort in der. So ein kleiner Gnome ohne Nase. Oh. Weil das ein Kopf im Zombie-Format und ich bin so ein kleiner Körper. Ja. Oh, ich fange ja an zu weinen. Oh, Johnny? Ja. Was machen die Drachen, wenn ich einen Gefühlsausbruch habe? Und trösten mich. Ja. Wer macht das am meisten? Jura. Auch Jura manchmal? Ja. Auch manchmal Valderi? Hermine und Voldemort, der immer Kinder bekommen soll. Harry Potter! Harry Potter! Ja. Der Woche One könnte schwanger werden. Fehlt einfach mit Vario. Lord Voldemort und Dr. Snake, Digga. Das wird den Kombo raus. Snake und Voldemort, so ein Paar und dann die Kinder daraus. Ja. Langhaare. Pass auf, oben eine Platte und da unten hängen die Haare. Ohne Nase, ohne Mund. Nur Augen. Und ein paar Haare. Wie bei Hell of Blood. Kennst du noch bei der Evil Within Zombies, alle kreuzigen? Ja. Musste Snape und Voldemort und die anderen mal zu einer Teeparty einladen, wenn sie überfallen. Denken sie hässliche Kinder. Ja. Muss sagen, Dome, ihr kommt erst raus, wenn ihr Kinder gemacht habt. Sonst kommt der Kettensägen-Typ oder der Kastenkopf. Die kommt erst raus, wenn ich eine Kinderkette habe. Alles übel ist in hier. Scheiße. Oh, nee. Stell dir mal vor, Dr. Snake bringt 200 Kinder raus. Na, das sind die toten Vario-Kinder. Ich weiß nicht, wie fett wir da jetzt auch einmal. Wahrscheinlich so fett wie Vario.
Und dann kommt so den Klingkolumns raus. Totkolumns. So Bildkolumns. Ja. Den nennt er immer Schumi-Schatzi. Oh, ey, Zigolle. Johnny, was machen eigentlich die Drachen, wenn die mit so einer Set treffen durch diese von Voldemort, Schatzi und so? Voldemort, Schatzi, hier kommt selbst. Johnny, was machen die Drachen dann, wenn die mit so einer Set treffen durch diese von Voldemort, Schatzi und so? Dann wird wieder Straße. Achso. Das machen die Drachen immer mit mir, wenn ich nicht höre. 8 Stunden lang. Was ist das? Ah, das machen die Drachen wirklich mit mir. Du hast einfach verstopft, ey. Ja, aber nicht mit dir. Nee, aber das machen die, Johnny. Aber im Dummel musst du so sehen, ja. Das machen sie ja bloß, weil sie mich lieben, weißt du. Das kannst du dir unter Voldemort vorstellen. Voldemort und Termine. Das musst du dir mal vorstellen. Voldemort Vögel Termine zur Strafe. Soll das funktionieren ohne Nase? Ach, du meinst, er will seine Nase in die Fotze stecken? Ja. Oh. Oh. Dürfen nicht so laut sein, kriegen wir Ärger. Oh. Okay. Na, wisst ihr, Dumme, weil das wollen die doch immer mit mir machen. Da haben wir schon nicht früher besprochen, weißt du, Dumme? Mhm. Dass die Drachen mich dann strafvögeln, wenn ich entweder fahren zu Pornos oder Harry Potter im Zeitschriften lese. Kannst dir vorstellen, wenn Farnsworth wollte immer dazu zwingen, schon seine Todkinder zu vögeln. Seine Todkinder. Die heulen dann alle. Na, was wird von Voldemort und Hermine als Kind bekommen? Natürlich ein Kannibalentod. Ein Wong-Turny-Tod. Oh, nee. Die nennen sie dann Little Cannibal. Little Cannibal. Hast du das unter 5 Minuten locker, oder? Robert, kannst du dir vorstellen, ja? Mhm. Wenn Voldemort mit Termin Strafsex macht, Voldemort sabbert dann auf ihre Titten. Dann sagt Voldemort zu. Wie sieht denn das aus? Fischmack. Ja, ja. Weißt du, was Voldemort in Termin immer essen? Was? Einen dicken Wario Big Mac. Das Wario-Fleisch. Vario, wie es ein Vario bekommt, der bekommt zwei Euter statt Titten. Zwei Kuh, Alter, hier. Der wird ja immer gemolken. Sagt Vario so, komm, trink meine Milch, liebe Tod, trink meine Milch, Hermine, trink meine Milch, Voldemort. Der sagt Voldemort so, ja, yeah, ich mag Milch. Milch ist schön. Milch. Tod Milch. Wisst ihr, wie Milch heißt? Oh,
Wisst ihr, wie die Milch heißt? Wisst ihr, wie die Milch heißt? Pilzibub. Also wir müssen schon sagen, Basti, du und ich, der Dream-Team mit. Ja. Ich mit dem Drachen und Johnny mit seinem Minecraft-Volk, ja. Und der Dormen mit seinem Liebe-Besinn-Volk. Alle ging tot. Alle ging vor dem Mord und tot. Gebt doch den Bernd das, gebt dir noch Bernd das, Bernd zum Maschinenboot. Ein Toll mit kurzen Armen. Und dann sagt der Toll immer, ich werde Pilzibub trinken. Ich liebe Pilzibub. Oh ne, wisst ihr was? Kamik nimmt den Minecraft-Fitch als Frau. Denn. Ja, und dann. Denn so gesagt. Weißt du was? Es gibt einen neuen Film, der heißt Won't Turn of Mushrooms. Da hat Kamik und die seine Tod, seine Hexenfrau erfunden. Und das müssen die alle kleinen Tods in der Schule gucken. Als Bildung. Und wenn sie das nicht gucken wollen, dann kriegen sie Strafsex von Kamik. Bis zum Anschlag-Geil. Diese Reaktion auch immer so. Ich bin Frau Fissin als Ehefrau nehmen, ja? Ja. Ja, ja, genau. Ja. Was würdest du machen, wenn ein gestorbener so einer Waluigi auf die Army auf dich zukommt? Wie töten mit dem Kastenkopf oder dem Kettensägen-Typ? Kettensägen-Typ. Ja, das wäre schön. Den Kettensägen-Typ. Was würdest du denn mit den verstückelten Waluigis machen? Den Spielmann verfüttern oder? Dumme? Dumme? Hm? Würdest du dann den zerstückelten Waluigis an den Spielmann verfüttern oder was würdest du mit die machen? Hm? Die brauchen noch zu essen oder nicht? Ja. Dein besten Waluigi-Fleisch? Ja. Ja. Und ein bisschen Wario-Burger. Was Wario und Burger machen. Ja. Oh oh, oh oh. Johnny, warum machen die Drachen wie mit härter Strafsex, also mit Nera und Jura? Wenn ich zum Tender gucke oder fahren zu Bonus gucke? Ja. Glaubst du, dass Nintendo im Fanshof beste Freunde werden, Johnny? Ja. Ja. Der Dome, wie es der Fanshof ist?
Nee. Aus Futurama, der Opa. Wir sagen immer, der ist ein Pädophiler. Der kleine Kinderbums. Wenn er Kindern den Vorfreuden hat, wisst ihr? Sagen wir immer. Jetzt ging mir leider, Alter. Aufgeleitet. Sag mal, du kannst so hoch, ja? Kannst du den ganzen Gebrauch vorne, dass er mal vorne auf ihn hier so in der Wand haut. So guckst du hier. Guck, so, ich guck hier so an die Füße. In der Wand, weißt du? Dass er den Heulen tut. Oder schreien oder meckern tut. Immer noch der Bossgegner. Nein, wieder. Warum das denn? Hast du erst besiegt? Ja, danach. Verprügelt. Viele Achso. Na, geht in die Zukunft, weil ich mich gerade mal unterhalten habe, bist du? Geht denn ein Bug. Er steht da schon wieder auf. Und jetzt, was kommt jetzt? Du hast ja gesagt, ja, dass sie so mit mir auch rummacht, ja. Wie oft macht die mit mir einen Monat oder im Jahr rum? Im Jahr. Der homosexuelle Drache, ja. Der muss bei Selman immer unten liegen, ja. Ist der Mann noch viel auf zwei Beinen? Achso. Ja, der Drache von mir, der homosexuelle, der schwarze auf zwei Beinen, ja. Ja. Sind es bei uns dann auch auf vier Beinen, dann sind die auf zwei Beinen. Achso. Halt mich mehr Drachen fest, wenn ich mich betäubt, oder nur halt mir nur 2 Euro fest. Ja, wahrscheinlich hat das irgendwie. So ein Ehrenloser, Alter. Domme, weißt du mal, wie du es denn machen musst, wenn du da bist? Mhm. Der Kreuzung aus Tod und Screamer. Pilzkopf-Screamer. Nee, statt hinten, ja, hat der Tod Screamer überall Pilze. Weißt du, wie es passiert, wenn er schreien tut? Dann kommt halt dicke Pedo-Waluigi-Zombies. Ist doch schön, oder nicht? Ja. Also, wenn du mit Gene kämpfen kannst, ja. Was sagst du, sind die Pedo-Waluigi stärker oder schwächer als die normalen Screamer? Also, ob sie die normalen Zombies meine ich. Die Pedo-Waluigi, sind die stärker oder schwächer? Ich würde sagen, schwächer. Ja. Aber die sind schon. Nee, sind ja doof, sind die auch, stimmt. Sagst du, Waluigi ist der dämlichste, ja. War nicht Johnny? Ja. Der dämlichste von allen Marios. Lass da bloß den Superstar Rego an. Das sind wir der größte Waluigi-Fan auf YouTube. Ja. Superstar Rego. Du hast ja gesagt, dass Nintendo nur 3 Abonnenten von der Drachenwelt hat. Ja. Wo hat er mehr Abonnenten, von der Torwelt oder von der Drachenwelt? Torwelt. Ah, die werden alle gefressen, meinst du? Jawohl. Hast du schon gewonnen? Nein, jetzt. Oh, gute Nacht. Jetzt hoch, dann.
Johnny, ja. Meine Frage, ja? Ja. Der Vater, doch ist homosexuell, ja? Ja. Trägt er ein Jochenkleid, wenn er bei mir ist, oder bleibt er immer nackt? Der bleibt nackt. Also wie ein normaler Drache. Stefan, gleich mal darfst du durch den Kommentator durchbumsen. Hat Mina eigentlich bei ihrem Ehemann auch ein Kleid an, oder? Ja. Welche Farbe hat sie? Schwarz? Oder weiß? Weiß. Aber ist nicht so lang wie Minera Dura ihr Kleid, meinst du? Haut schon mal unter Bauch auf, meinst du? Ja. Ja. Gibt's da mal Sachen, Situationen, wo Mina, das ist ja nicht Mina, sondern Minera und Jura, ich einzeln füge und dann füge den mal im Team mit mir? Achso. Jetzt fahr ich den Rosser. Domme, was würdest du denn eben immer lieber machen? War Luigi-Zombies da finden oder Wario-Zombies? Wario-Zombies gibt's ja vielleicht. Ja. Du könntest ja auch Fahrzeug-Zombies machen. Die Pädophilie, die sich gegenseitig bumsen tun. Jetzt wie die aussehen? Bis dann, wie die aussehen. War Luigi, Farnsurf-Zombies, wie die aussehen. Nur, wisst wie die aussehen? Schrumpeliger als eine Dörflaume. Ja. Und die, und die haben eine Harry Potter Brille auf. Hat jetzt verschluckt. Ja, aber gut. Also, Harry Potter Brille, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja, Harry Potter Brille. Wie soll ich denn aussehen? Wie so ein fetter Zombie. Vor allem noch mit dem Blitz hier oben. Sehen alle gleich aus. Mich? So ein Mischling zwischen Mario und dem Potter-Zombie, Alter. Nur, er ist fett und kann nicht zaubern. Ja. Du hast ja gesagt, so gesagt, gibt es erstmal noch einen homosexuellen Drache, der mich bumsen tut, meinst du? Ja. Und wie oft würde passieren? Immer mehr oder mal weniger? Weniger. Wie oft immer? Wie oft macht er das? Viermal im Monat. Viermal im Monat, also jede Woche? Ja. Cool. Und der ist öfter zusammen mit Valerie, der ist mir öfter zusammen als ich mit Valerie. Ja. Lässt du mir näher überhaupt zu, dass er mich bumsen tut? Ja. Ja? Ja. Guten Tag, Kollege. Wir haben mit Jingbach Grieche machen, mit Ibe bis hin, weißt du? Du hast ja gesagt, du willst sie mit Kassenkopf verbinden, weißt du? Hast ja gesagt. Ja. Ja. Die Lustig ist ja einfach mit Safe auf dem Kopf. Ja.
Dennis Folter. Ja. Besser kam es doch nicht an. Stell dir mal vor, da gibt es einen Selfie mit einem Headbutt, Digga. Der ist schon weg, Junge. Ja. Schön. Ich kann sagen, der hat einen steinharten Kopf. Oder ja. So eine Mutation zwischen Kettensinger und Kastenkopf. Oh. Ja. Wo der überall durchziehen würde. Ey, der will... Da steht kein Hausbänkel drin. Es liegt alles in Schutt und Asche. Ja. Johnny. Hast du gesagt, dass der homosexuelle Drache auch einen Ehemann hat? Was du meinst, der macht genauso mit den anderen Drachen rum, genauso wie Lehrer und Jura mit mir rummacht. Ja? Ihr macht mit Lehrer und Jura mit mir rum, jeden Tag, in Mai oder jede. Drei Stunden. Ich kämpfe mit dem Parakon, ey. Jeden Tag drei Stunden meinst du, ja? Wie man sich so verletzen kann, ganz ehrlich. Oder was machen sie, wenn sie mich erwischen, wie ich fahre 12 Bonus gucke? 8 Stunden. Und Dumme. Vielleicht würdest du ja mal empfehlen, ja? Dass der Kassenkopf jemand heiraten tut, ja? Also jemand seiner Frau heiraten tut, ja? Und dann eine Kreuzung aus Kettensägen, Heinz und Kassenkopf eine Mischung macht. Ich glaube, wenn es so real life so wäre, so als Beschützer, ich würde mich gleich als erstes reinjagen, ne? Ja. Aber Wurwig wirst du ja nicht leiden können, ne? Hm? Weil er so böse ist. Wurwig wirst du ja nicht mögen, ne? Nee. Würdest du sagen, dass alle von Liebe wirst du ihn hassen sollen? Also alle, wie heißt das, Characters? Ja. Du hast ja gesagt, Johnny, dass ich und Valderie. Ist diese Sau auch mit Beinen oder weiter mit Beinen, wenn ich über SM bin? Mein, ob sie so mit bei ist, meine ich. Ob sie so auch mit bei ist, wenn ich mit weiter rede, wenn ich über SM Welt bin? Ja. Ja. Wer stärker, sie so oder weiter? Achso. Wenn weiter oder sie so mit mir wegfliegen, ja? Wer hält mich dann von den beiden fest? Siso oder Valderie? Nicht Siso, ne? Nee. Was macht mir denn so lange, wenn Siso mit Valderie mit mir wegfliegen? Erholt die sich? Was machst du so lange? Ja, sie erholt sich. Achso. Dumme. Mhm. Wie es für noch geil wäre? Du musst ja diesen Wolf als Haustier nehmen. Ja. Diesen bösen Wolf, wie ist der bei ihm bis in 1? Ja. Der musste auffordern, einen Wurwig fressen zu lassen. Jo. Würdest du mit Screamer anfreunden oder würdest du nur den Kettensägen, Heinz und Kassenkopf nehmen? Ich würde eigentlich nur Kettensägen, Heinz und Kassenkopf. Was würdest du mit Screamer machen? Nö. Würdest du den Kassenkopf vorschicken? Jo. Aber in der Screamer schreckt auch nur so viele Zombies. Da meinst du ja kein Problem damit. Ja, kein Problem damit. Ja. Ja, wenn man so will, hat er ja auch unendlich Leben. Ja, stimmt. Du brauchst eigentlich nur Tresore. Ja. Muss Dommel sein, also seine... Sag mal, machst du irgendwie mal YouTube? Oh, mal gucken, also... Würde dir empfehlen, dass du seinen Abonnenten sagst, ja? Ja. Lass uns auf jeden Fall seinen Streamer verprügeln. Ja. Ja. Denn wie soll die denn machen? Ja. Verteilen sie bei Tresore, als Kassenkopf immer wiederbelebt wird. Okay. Ja. Das wär's doch. Ja. Johnny, war das eigentlich hier im Jura für eine Drachengöttin? Welche Farbe hast du nochmal? Weiß-blau. Heißes Wasser. Von Göttin, ja? Ja. Hat er mal Safe View außer? Ja. Hat er schon eine Safe View außer? Ja. Na, sie war weiß-blau, ja. Weißen Körper, blauen Bauch und schwarze Hörner. Ja. Ja. Passiert das öfter, dass sie mich per Fahrzeug Pornos erwischen? Ja. 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 Und dann gibt Strafsex. Das sei, die gucken mich auch nochmal hier mit an, die beiden.
wenn ich zwischen ihr liege. Welcher Drache stimmt laut der Homosexuelle? Weide, also nicht, also Minera oder Jura? Achso. Dass der Satwellig entführt werde, ja. Wer, wie viele Drachen sind bei Sparrow mit bei und du? Also du bist ja auch mit bei, aber wie viele Drachen sind noch mit bei? Bist du wieder zurück bei Walk? Guck schon, ja. Also wie viele Drachen sind mit bei Johnny? Nur Cinder oder auch andere? Es sind fünf Drachen mit bei. Wer ist denn mit bei? Spyro, Cinder. Ja. Spyro. Ja. Lera. Ja. Und... Diese oder wer? Ja. Was machen denn die anderen vier? Toads bekämpfen? Ja. Weil, wie ist das schon, dass Maro denn der dicke Toad mir auf den Drachen lossetzt? Ja, ich hab noch einen Penner und ich bin mehr drauf. Ey, Dome. Muss der Nintendo zum Kaffee ein, dann wir bis hin, ja? Dann kommt der Kassenkopf und haut dir das mal nur Hammer aufs Gesicht. Ja. Der rastet uns, wenn du das mal aus dem Glücksklapp getun in die Wand. Und du willst ja den Asiaten als Brot nehmen, ja? Von ihm bis in zwei. Kann ich mir vorstellen, ja. Was machst du aus der Spinnenfrau? Dumme. Die heirate ich. Ey, dachte, du willst ja sie hat dann heiraten. Ich bin beide. Wie bei mir. Ja. Ja. Ey, du willst für Drachen heiraten, ja. Aber Wovig willst du verprügeln, ja? Ja. Kannst ja Wovig und kannst ja auffordern, ja? Ja. Da kannst du dir vorstellen, ja, dass Wovig und Nintendo jetzt homosexuell sind. Dass die Bäder Vögel tun und Juli guckt mir zu. Ja. So sieht's aus. Weißt du noch, wie oft der Minera und Jura also ihre Kleider, also nicht Klamotten, sondern so ein Kleid tragen? Mhm. Weißt du noch, Johnny, wie oft das passiert? Tragen die das öfters oder weniger? Okay. Ja. Welche Farbe hat Minera ihr Kleid? Und Jura rot. Aber die Kleider sind ja unten, guck mal hier, sind so unten so abgeschrägt, ja, also in, ja, dass der Schwanz so durchpassen kann, weißt du? Und wie oft tragen die das denn? In der Woche? Also jeden, sagen wir Montag. Ach so, ja. Dommer, du könntest dir auch, was du noch machen könntest? Was? Du könntest, wie du bist, in, ja. Könntest du auch so sagen, dass Juli, ja, die Freundin von Nintendo, ja, auch ein Streamer wird. Ja. Oder wie soll man sagen, also...
hat ja auch eine Skirolle bei dir drauf. Was ist denn für eine Rolle? Das ist einer der großen Heilkönige. Ach, meinst du der Wolf oder? Der Flieger. Der Flieger. Ich fühle mich schon immer auf, wenn ich weglaufe. Ja. Und wenn ich mich im ICE-Bahnhof von vielen Tods verstecke, ob viele tot sind? Auch dann. Dann holen sie die Waffen an. Du weißt aber schon, dass Tods in etliche Shotguns auf die Sachen losjagen. Ah, wenn zum Beispiel jetzt ein Todgeneral die Verstellung auf mich richtet und sagt, hier lässt den Hügel knallen ab, was machen die dann? Führen den ein? Ja. Wann ist denn die Größe, warum wir dann? Wie sagst du, wenn ihr bin? Warte, wie schon, wenn Mario nicht weiß, wie kommt, glaube ich, immer die Stimme. Die Controller-Stimme. Da werfen so einen Drachen, der mich vor uns. Und irgendwann davon bei den Todesmeistern. Und die verbrennen den Ohren auf ihren Seiten. Und wieder ist nämlich so gesagt, dass die Brenn von mir weißt du wollen. Die sagt, mein Leben gehört Mario. Und die sagt, hier würden die Lehrer noch genauso wie Ben und Tui seine größte Sprüche aufgeben. Ich sag gleich, ich bin hier auf dem Buch. Hast du schon Täter? Ja. Mach den Lehrer da raus. Nick, aus der. Die. Was du hier? Was für Täter? Ich bekomme die Stimme ja manchmal nicht sehr. Du weißt nämlich, dass. Würde ich sagen, ja. Du weißt nämlich, dass Mario mit geheimlich eine Schutzkohle oder eine Schutzwaffe hier im Hardware hat. Manchmal, wenn ich befinde, der wird gestorben, dann halt ich ja meinen Kopf, wenn man nicht rauchen kann. Ja, du bist ja vorher gesucht. Vorher gesucht. Ja, jedes Mal, wenn ich abhaue und dann wieder zurückgebracht werde. Ja. Du bist jedes Mal vorher gesucht, also so über zwei Jahre. Von wem war ich denn gesucht? Voll. Bravo. Wer ist gesucht? Ja. Ja, wo man eigentlich immer Schusswaffen unterbricht. Ja. Wie oft würdet ihr im Leben schaffen, für den Schusswaffen von den Kopf zu gehen? Einmal. Wie reagieren die Drachen dann? Versuchen sich zu beruhigen. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, wirken sie dich ein. Meine Art meinst du? Ja. Und dann? Nehmen Sie dir die Waffe selbst? Ja. Wenn man schon die Stimme zulässt, ja, dass ich mir eine Waffe brauche. Also, manchmal bin ich so frech und brauche einfach einen Ort, lande in eine Schusswaffe. Also, versteckte der Mikrofon in der Tasche oder so.
Maro ist halt nämlich, wenn ich sicher bin, selbst verschließen, dass ich verletzt bin. Dass er mich auch abholen kann. Da fährt man mit Drachen dann, wenn ich Verdacht habe, auf einmal Schusswaffen. Ja. Nicht so mir auch jemand fester. Wer denn zu Hause sucht mich aus? Ja, ich weil ich zu 80% immer, wenn ich draußen meine Schusswaffe brauche, eigentlich. Wegen Marios Befehle, wisst ihr? Naja, Super Mario, nämlich so gesagt, und der Chef, also, betraut sie an, Factory soll eine Schusswaffe brauchen. Also wenn die Drachen mal kurz wegschauen, wisst ihr? Dann kommt und macht die mir eine Tasche rein. Was machen denn die Drachen mit der Schusswaffe eigentlich, wenn die mir eine weggenommen haben? Ja, die weg. Du hast ja gesagt, ja. Bei den Wölfen, ja, hast du ja gesagt, bei den Wölfen, dass die meistens in Konsum, wie ist die Stadt nochmal, die Konsumstadt? Konsum City wartet. Ja. Weil, da hast du das ja schon meistens immer größer. Ja. Ja. Und die Pfeffer nicht da, also weil sie nicht mögen oder warum gut oder? Das bin ich hier. Oder komme ich selten in so einer Unterirdischen, komme ich eher in so einer Zischatrie bei den Wolken, also von dem was von Südstadt. Von dem City. Ich meine, trotzdem nicht von dem City. Wenn jetzt nur wenn es nicht anders geht. Ja, jetzt wäre die Anzahl nach Mario geworden. Ja. Wie sieht denn jeder zum Wohl von mir und den Drachen? Gesagt, ich habe einen rot-weißen Anzug an, weil der Konsum sich auch rot-weiß ist. Ja, aber das haben wir ja schon. Ändern lassen. Weil es ja rot-Marius Farbe ist. Machst du? So gesagt, Luigi, der so gesagt, das ist ein, du meinst, das ist ein Arschloch. Das verschaut, du meinst Mario. Du
Was macht er, wenn er dumm zu weit macht? Das ist ja die dann. Ganz so. Ja. Wollen Sie die dazu oder irgendwie? Er hat es da. Ist ja wohl ein Ding. Holzbund. Soll ich über Candy Crush oder so? Soll ich über den Candy Crush? Das ist ja nicht echt die für die Würze nutze, ja. Was hat Toilette dazu? Das ist der. Also, man will immer merken, die zwischen Stücke tot sind, stehen. Aber du willst schon, dass es Milliarden von Toads gibt, mehr als die Drachen als vorher habe. Und dass sie immer wieder mit Schottland auf die Drachen gehen. Aber ich das schon. Sieht denn immer so ein krasses Grinsen, wenn die kommen? Ja. Wir sehen die Drachen denn, wenn wir sehen die Drachen denn an die Hand, wenn die Toads in der Nähe sind. Beim Grinsen. Da, er kann rüberfliegen, wahrscheinlich kann er das. Und wie viel Einfluss hat denn dieser Lichtministerium auf dieser Universum, also in Samoira so wird er da programmieren. Ja, da sind die hier. So wie durch das Fernfänger. Und wo gehen die? Also wie sieht das Lichtministerium aus? Nicht mal Lost Place ist schön. Doch, Lost Place ist schöner als das. Ja, Lost Place ist schön. Ja. Es gibt doch ein Lost Place Start, ja. Es sind auch in Dragunda und Herrn Samuera. Hat der Lost Place Start? Du meinst, Drachen wollen, dass ich mir eine 30 Lost Places nicht über das Abonnenten habe. Und die anderen 160 müssen alle verschwinden. Du meinst, weil die auf Super Mario-Seite sind. Ich sehe mir Abonnenten, aber da ist es wirklich meine Vorstellung. Dass ja die ganzen Fremdlinge eben sehr auf Mario-Seite sind. Das ist ja keine Beleidigung oder auch. Denkt ihr mit ihrer Stimme, ja wie Cinder oder ja wie... Wie Lehrer?